Das regionale Altenwohnheim in Schwaz hat für seine Küche eine hohe Auszeichnung erhalten. Grund genug für das Auf nach Schwaz-Team, hier einmal vorbeizuschauen. Grüß Gott und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Stadtmagazins Auf nach Schwaz. Bevor wir uns aber den kulinarischen Genüssen widmen, beschäftigen wir uns kurz mit dem Thema Wein und Kultur. Sehen Sie alles dazu in einem Beitrag von Ernst Stecher. Das Hotel Stay Inn ist am Samstag Schauplatz einer besonderen Veranstaltung. Es geht um Wein und Kunst. Wir haben durch Fritz Gahl, Weinkünstler, und Christian Winker einen sehr guten Kontakt mit Schwaz und hatten im Herbst die Weintaufe mit Dr. Andreas Kohl. Der hat diesen Wein eingeweiht, einen gelben Muscatella aus einer Top-Lage aus Krems, getauft. Und heute wird praktisch dieser Wein präsentiert und freigegeben. Das Schwarzer Publikum ein sehr winophiles Publikum ist und das macht sehr viel Spaß. Ja. 2010er Weine sind ja sehr duftig, sehr aromatisch in der Nase. Hat nur einen kleinen Nachteil, die erste Lese ist halt immer ein bisschen wenig, aber gut. Der Weinengel ist das moderne Fruchtbarkeitssymbol des Weines, der mich durch alle meine Ausstellungen in Europa begleitet und auch auf den Weinetiketten sich wiederfinden. Könnte ich mir vorstellen, dass er für die Silberstadt Schwarz einfach auch vom äußeren Outfit her gut entspricht, weil er zwar aus Edelstahl ist, aber trotzdem glänzt. Der Weinengel soll auch der Name einer neuen Kunstgalerie sein, die in den nächsten Wochen in Schwarz eröffnet wird. Mai, Juni dieses Jahres die erste Veranstaltung zu machen. Es ist geplant, hier die Weinkultur nach Schwarz zu bringen und besser auszuleben, als es vielleicht bisher der Fall ist. Und über unser kostbares Kulturgut, dem Wein, wollen wir ein Netzwerk aufbauen, das über sehr viele Gewerke hindurch sich bereichert. In Form von solchen Veranstaltungen wie heute, hat ungefähr 150 Quadratmeter, ist Galerie ähnlich vom Charakter und hat wunderschönes Ambiente, weil es gotische Bögen drinnen hat und wir werden da sehr viele moderne Elemente auch einbauen und auch sehr moderne Leuchtelemente installieren. Also es soll ein Aha-Erlebnis werden. Die Galerie wird heißen Galerie Weinengel. Unter den Besuchern gibt es auch einige Weinkenner. Und zwar ich vor 23 Jahren, und das ist jetzt ein bisschen schon zurück, liegend, habe ich schon den Sommelier gemacht und es war ab immer ein Liebäugelein mit dem Wein gehabt. Und mich freut es ganz besonders, dass der österreichische Wein mittlerweile, wir erzeugen ja nur 2% des Weltmarktanteils, mittlerweile unter den Weißweinen und den 5 Top-Produzenten der Welt liegt. Also wir können schon stolz sein, Österreicher zu sein und vor allem solche Winzer zu haben. Ich trinke hauptsächlich Weißwein. Ich komme ja eigentlich aus Oberösterreich, aus der Stadt Steyr. Und früher hat man eigentlich im Osten Österreichs fast nur Weißweine getrunken und im Westen die Rotweine. Mittlerweile ist es ein bisschen anders geworden. Und ich habe das aber beibehalten. Ich trinke kaum Rotweine, obwohl es scheint sehr gute Rotweine gibt. Und manche sagen, die Rotweine wären die edleren als die Weißweine. Aber ich trinke einfach so gerne einen Weißwein. Und jetzt freue ich mich auf diese besondere Auslese. Ich trinke zuerst ein kleines Bier und dann trinke ich aber 2, 3, 4, 5 Gläser Wein auch, je nachdem, wie es sich ergibt. Ich kenne diesen Winzer von 2, 3 Begegnungen schon. Und den Wein, den er macht, finde ich super, weil es ein ehrlicher Wein ist. Ich glaube, dass Schwarz gut getan hat, einen Suates-Sekt von ihm machen zu lassen, weil Schwarz ist spritzig, oder? Perlend ist einfach eine Perle im Tiroler Land und da passt es. Ein Wein ist ja ein Kulturgut, über Jahrtausende hat sich da etwas herausgebildet, was auch heute gelebt wird, heute immer mehr gelebt wird und Wein kann man genießen und da muss man sich gerade in der hektischen Zeit immer wieder mal auch die Zeit nehmen, auf ein gutes Glasl. Grund zum Jubeln hat die Küche des alten Wohnheims Schwarz. Hier wird nicht nur gekocht, dass es was zum Essen gibt, es soll vor allem schmecken und die Gesundheit fördern. Dass dies so ist, beweist jetzt eine große Auszeichnung. Hohe Auszeichnung für die Küche des regionalalten Wohnheimes Schwarz. Als erstes Heim in Österreich und Deutschland bekommt die Küche bei ihren ersten Antreten gleich 4 Kessel. Es gibt wie in jedem Hotel oder in der Gastronomie eine Bewertung, da gibt es Haum oder Sterne. Und im Großküchen gibt es die Bewertung Kessel. Und da geht es um die Wirtschaftlichkeit, um Mitarbeiter, um Qualität. Über 300 Fragen und da werden die Daten erhoben. Und von daher gibt es die Punkte, es gibt 20 Punkte zu erreichen. Und von denen haben wir 19,06 Punkte auf Anhieb gemacht.
Im Februar hat sich die Küche erst zertifizieren lassen. Die Beurteilung erfolgte schon kurze Zeit später und das Ergebnis ist außergewöhnlich. Wir haben vor 3 Wochen ungefähr die Fragen gekriegt. Die haben wir ausgearbeitet. Gewisse Fragen werden mit den Mitarbeitern ausgearbeitet, gewisse Fragen macht die Wirtschaftsleitung, wo die ganzen Daten erhoben werden. Und der Herr van Melle ist nach einem Tag da und dort die Zahlen erheben. Und nachher wird das ausgewertet und jetzt nach 14 Tagen ungefähr haben wir das Ergebnis jetzt gekriegt. Die Kessel-Methode ist ein ganzheitliches Qualitätssicherungskonzept für Großküchen. Verschiedene Kriterien wie Qualität, Mitarbeiterführung, Wirtschaftlichkeit oder Marketingmaßnahmen tragen zur Zertifizierung bei. In der Küche werden täglich 500 Essen von 13 Mitarbeitern zubereitet. Wir haben im Haus 100 Heimbewohner. Wir kochen für das Marienheim, wir kochen für Essen auf Rädern. Wir haben einen Kindergarten und wir haben einen Stammtisch, wo zu uns kommen essen. Die Auszeichnung ist die Bestätigung eines engagierten Küchenteams rund um Küchenchef Hans Schiffmann. Wir bekommen jetzt am Schwarz auf Weiß bestätigt, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben für die Heimbewohner. Das war nie, dass wir 4 Kessel bekommen, sondern das Ziel war immer, das Essen zum Erlebnis zu machen. Und da geht so viel von der Küche aus. Die Küche bewirkt total viel im Haus, nicht nur für die Bewohner, für die Mitarbeiter, sondern für alle im Haus. Auch die nicht essen, da gehen so viele Initiativen aus. Also das bewirkt unglaublich viel. Wir haben, glaube ich, einen super Mitarbeiterstab. Also ich glaube, bessere Mitarbeiter könnten wir uns gar nicht wünschen. Das zeigt auch, dass wir keine Fluktuation haben. Das zeigt, dass wir sehr viele langjährige Mitarbeiter haben und Mitarbeiter, die trotzdem immer noch sehr engagiert sind und schauen, dass wir das Beste für die Heimbewohner erreichen. Nach dem Erfolg im ersten Jahr will das Küchenpersonal im nächsten Jahr das Qualitätssiegel noch weit ausbauen. Vielleicht schon mit einem 5. Kessel. Seit dem 1. April gibt es für die Bürger von Schwarz eine Umweltaktion. Einen Monat lang zahlen die Schwarzer nur die Hälfte bei der Entsorgung von Sperrmüll. Recyclinghof in Bill, Halbpreisaktion für alle Sperrmüllfraktionen von 13 Uhr bis 16 Uhr, Montag bis Freitag und am Samstag für die Berufstätigen von 8 Uhr bis 12 Uhr. Bei der Firma Dacker besteht die Möglichkeit, am Dienstag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr und am Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr und zusätzlich auch am Samstag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr. Das heißt, für den Kubikmeter hier in Bill 5,50 Euro und für den abgerechneten Kilo bei der Firma Dacra 15 Cent pro Kilo statt 30 Cent. Für Umweltstadtrat Wiratschnick ist der April der richtige Monat für diese Aktion, um Müll von Dachböden oder Kellern zu entsorgen. Wir wollen auch ganz eine klare Botschaft geben. Schaut, dass eure Keller wieder laderamt, gerade im Bereich des Brandschutzes ist uns das auch wichtig, dass wir diese Aktion machen. Und versuchen da zu animieren, mehr Service den Bürgerinnen zu bieten, damit der Sperrmüll richtig entsorgt wird. Einen stadteigenen Recyclinghof zu errichten, ist für den Umweltstadtrat kein Thema. Die Verantwortlichen sind mit dem Abfallsammelzentrum in Pill bei der Firma Terfeser sowie in Schwarz bei der Firma Dacker zufrieden. Eigener Recyclinghof in Schwarz, wir haben eine Struktur mit der Firma Dacker. Wir sind derzeit dabei, diese Struktur für den Schwarzer Bürger auch auszubauen, Öffnungszeiten zu erweitern. Hier wird es im Herbst ein Ergebnis geben für die Schwarzer Bürgerinnen, dass sie hier am Recyclinghof in Bill weiterhin entsorgen können, aber auch die Wahlmöglichkeit haben, kurze Wege auch einschlagen können, auch Richtung Firma Dacker in Schwarzost. Die Sperrmüllaktion Halber Preis endet am 30. April. Derzeit trägt er noch die Nummer 15 bei Meister Bregenz. Aber im Herbst trägt er ein anderes Trikot mit einer anderen Nummer. Die Rede ist von Fabian Posch. Der 23-Jährige wurde Ende März vom ULZ Schwarz als neuer Spieler für die kommende HLA-Saison verpflichtet. Trotz seines jungen Alters hat der Vorarlberger schon über 30 Spiele in der Nationalmannschaft bestritten. Für Bregenz-Manager Roland Frühstück ist Posch ein Garant für die Zukunft. Das wissen auch die Schwarzer und freuen sich über die gelungene Neuverpflichtung. Warum wechselt aber ein Nationalspieler vom Serienmeister Bregenz nach Schwarz? Die Kombination mit Ausbildung und Spitzensport war am besten. Die Physiotherapie-Ausbildung war in Vorarlberg nicht möglich. Und es waren 5 schöne Jahre, aber es war Zeit für Veränderung. Ja, und da waren wir uns da schnell einig. Wir haben seit einigen Wochen mit ihm gesprochen. Wir wussten, dass er eine Ausbildung im Physiotherapiebereich machen möchte. Wir haben da geschaut, dass er eventuell in Tirol unterkommt. Und wie gesagt, so ist der Kontakt zustande gekommen. Ja, ich hoffe, dass der Aufwärtstrend in Schwarz weitergeht, mit mir, und dass das ein bisschen eine Festung wird. Für die Schwarzer Mannschaft soll Porsche ein Garant für viele Tore sein. Das werden wir dann erst ab Sommer dieses Jahres sehen, aber ich glaube schon, vom Typ her, soweit ich ihn jetzt in der kurzen Phase kennengelernt habe, passt er sicherlich in die Mannschaft. Stärke eher im Angriff, bin halt groß und habe halbwegs ein Gewicht.
In der Abwehr geht's auch. Bin ich gespannt, wie es mit der 3-2-1-Deckung wird. Das habe ich noch nicht gespielt, aber das werden wir schon hinbekommen und ich freue mich eigentlich auf die Aufgabe. Beim HLA-Meister-Playoff-Spiel Schwarz gegen Bregenz zeigt Posch aber noch wenig von seiner Klasse. Der Nationalspieler erzielt gegen seinen zukünftigen Verein nur einen Treffer. Dass ULZ Schwarz verlassen wird mit Ende der Spielsaison Legionär Gojko Vukovic. Mit Vukovic haben wir schon ein sehr gutes Gespräch gehabt. Vukovic ist ja auch nur eine Saison ausgeliehen vom Champions League-Teilnehmer Westbrem. Wir werden ihm sicher helfen, entweder nach Westbrem zurückzugehen oder einen neuen Verein zu suchen. Anders wie Posch zeigt der Serbe beim Spiel gegen Bregenz seine Klasse. Vukovic erzielt 6 Treffer. Der Formanstieg von Vukovic kommt aber zu spät. Das ULZ hat sich schon entschieden und will auf seinen Einsatz in Zukunft verzichten. Die Schwarzer setzen im nächsten Spiel hier dafür auf viele Treffer von Fabian Posch. Alles blüht und sprießt, der Frühling hat Hochsaison. Das Aufmach-Schwarz-Team sagt für heute Danke für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wieder auf ein Wiedersehen ab dem 22. April. Da berichten wir dann passend zum Frühling über die beiden Frühjahrskonzerte der Schwarzer Musikkapellen. Bleiben Sie gesund, genießen Sie die wunderschönen Apriltage. Auf Wiedersehen aus der Silberstadt.